Von oben hauen macht am meisten Sinn? Keine Ahnung. So, komm zurück. Hier kommen wir eh nicht weiter. Gehen wir einfach. Nicht unbedingt Lust, jetzt ein Duell mit einer Fledermaus auszutragen. Ja, hier geht's auch runter. Aber nur ein Weg runter. Das ist sehr komisch hier. Achso, da ist der Sprung. Hier ist die Stelle, wo wir vorhin hätten hochspringen können, okay? Was aber nicht wirklich klappt. Vielleicht meinte das der NPC hier hinten mit dem Sprung und nicht dieses kleine Fitzelstück hier irgendwo. Die Karte ist irgendwie auch nicht sehr deutlich. Ich gehe jetzt nochmal nach Westen und nach Norden. Da ist ein Stück noch nicht aufgedeckt. Also Westen und rechts an der Wand lang. Genau hier. Klick. Oh, okay. Gegner? Fragezeichen? Da ist schon mal ein Schalter. Bestimmt für das Tor hier. Klick. Jo. Trotzdem einzeichnen. S. Nur für den Fall, dass er noch irgendwas anderes öffnet. Oh, wir werden gehauen. Oh, wir haben gerade einen Stein zurückgeschlagen. Sehr schick. Und der Dolch wurde beschädigt. Das ist nicht gut. Wow, das war ein starker Treffer, glaube ich. Komm schon. Cappy wurde beschädigt. Da ist noch ein zweiter Goblin. Das sieht nicht gut aus. Komm hierher. Nein, nicht beschießen. Aber das sieht extra aus, als wenn ich die Geschosse abwehren könnte mit dem Schwert. Oh, starker Treffer. Mal schauen. Ich würde echt gerne meine Schwertskill erhöhen oder ein besseres Schwert finden. Komm schon. Der andere Goblin war nicht so zäh wie du. Haha. So, was haben wir da? Schrott. Eine Schleuder. Schleuder kommt in die Verkaufskiste. Keule kommt in die Verkaufskiste. Steine kommen in die Verkaufskiste. Ihr kommt auch in die Verkaufskiste. Und du kannst gleich gegessen werden. So, Nummer 2. Wo bist du? Oh, unser Dolch ist weg. Weg ist nicht gut. Yeah, okay, Keule. Auch wenn wir damit nicht umgehen können. Besser als mit Fäusten auf ihn einzuschlagen. Oh. 2, 3 Treffer können wir noch aushalten. Wir haben kein einziges Mal ihn bisher getroffen. Oh, von oben ist besser. Jo, von oben treffen wir irgendwie häufiger mit der Keule. Ah, wäre jetzt von der Waffenart abhängig. Also Knüppel eher von oben, mit Dolchen eher stechen, mit Schwertern und Äxten eher seitlich. Wird irgendwie Sinn machen. Trotzdem musst du jetzt sterben, und zwar schnell. Genau. Das ist alles zu knapp. So, da ist wieder Schrott. Fisch, Fleisch, kommt alles mit. Da rein. Da rein. Da liegt auch nichts drunter. Ja. Können wir mit dem Feuer irgendwas machen? Achso, Steine können wir mit. So, ich würde ganz gerne... Haben wir irgendwo einen Fisch noch da? Ich würde gerne den Fisch aufs Feuer legen. Jetzt kann ich nicht mehr aufheben. Achso, aufheben. Das scheint wohl irgendwie nicht so ganz zu gehen. Auge. Du siehst ein Campfire. Wenn ich das jetzt links klicke, isst er das. Wenn ich es rechts drauf ziehe, schmeiße ich es hin.
Ich leg mal links. Ja. Schmeckt ein wenig fad. Okay. Oh, was haben wir hier? Gold. Alles. Was ist das? Eine Spitzhacke? Ein Hammer. Ein Steinhammer. Sollte nicht hier rein, sondern in unsere Hand. Und das in die Verkaufskiste. Ich denke mal, der ist besser als die Coin der Goblins. Warum auch immer die Goblins ihn nicht benutzt haben. Ganz, ganz viele Kerzen. Nö, nur eine. Und das war die falsche Kiste. Du. Alle Mann. Und alle Mann. Da rein. So, schlafen. Geht nichts dran vorbei. Schlafen. Nochmal schlafen. Sehr gut. Kerze ist ausgebrannt. Eine. Dahin anzünden. So. Das war das Lagerfeuer. Also hier war nur so ein kleines Goblin Camp. Goblin Camp. Also zurück zur Kreuzung und beide Seiten ausprobieren. Also hier lang. Ups, das war zu weit. Hier rum. Am besten mit Schwert in der Hand, genau. Oh, der Hammer zählt nicht als Waffe. Nee, tut er nicht. Taktischer Rückzug. Du, da. Box ist voll. Okay, Axt rein. Du zu, du da rein. Nein, gar nicht. Den Hammer sollten wir nicht verkaufen. So, jetzt aber töten. Töten. So, probier mal seitlich mit der Axt. Das war ja meine Theorie. Die sich nicht so wirklich zu behaupten. Ah, doch. Doch, ziemlich. Chop, 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 chop. Und das Schild ist beschädigt. Wir müssen unbedingt rausfinden, wie wir Sachen reparieren. Ich meine, das hatten wir extra als Skill ausgewählt, richtig? Komm, gib um. Gib um. Und Level 5. So, du, da rein, du, alle. Du, die Box ist voll. Dann kommt der Rampel mal da rein. So. Oh, was haben wir hier Schönes? Ein Buckler. Der kommt da. Wir sind bald überladen. Wie viele Fackeln sind das? Oh, drei, okay. Das können wir gleich essen. Zu schwer. Okay. Muss anderes Zeug hier bleiben. Weg damit. So, du mit. Du gleich essen. Du bist nur so ein Stein. Davon haben wir inzwischen ganz schön viele. Und das sieht mir nicht wie die Menschenfestung aus. Außer die Menschenfestung wird belagert. So, hier ging es weiter. Runter. Oh. Oh, ein Schlüssel. Das passt doch. Du kommst gleich mit und da rein. Was bist du? Oh, ein Rubin. Edelsteine. Ich mag Edelsteine. Oh. Und Ebene 2. Och, nö. Warte mal. Ebene 2. Hoch. Und schnell wieder nach oben. Nicht runter, sondern irgendwo anders hin. Karte auf. Runter. So, also wir haben schon mal den Runtergang zur nächsten Ebene gefunden. Haha, nicht runterfallen. Den Runtergang zur nächsten Ebene gefunden. Aber da wollen wir noch lange, lange nicht hin. Ich will erstmal hier oben alles aufdecken, bevor ich mich dahin wage. So, wo war jetzt das Gitter? Das war, glaube ich, irgendwo im Norden. Aber nicht bei den Goblins.
Okay, so viel dazu. Nach Süden runter, dann nach Osten und... Ah, das wird doch nichts. Also, Süden runter. Haben wir die Tür zugemacht? Hm. Dann nach Osten. Und hier. Okay, ging doch. So. Oh, den Schlüssel haben wir jetzt doppelt. Wollt ihr mich veräppeln? Passt nicht. Können wir mit dir sprechen? Oh, können wir. Ja, was ist dein Begehr? Ich wünsche, die Herrlichkeit eurer Siedlung anzusehen. Dies ist der beste Platz zum Angucken oder zum Beschauen, wenn du im Abyss bist. King Vernix. Er ist der mutigste in der ganzen Unterwelt. Vernix. Sollte man anfangen, die Sache aufzuschreiben. Also sind es anscheinend bei den grünen Goblins und nicht bei den Menschen. Also grün gleich King Vernix. So. Die Grauen hatten auch einen König und eine Königin. Oder konnte ich mir den Namen nicht aufschreiben? Aber ich will nicht zu euch rein. Ich will zu meinesgleichen. Das ist das falsche Brief. Also. Das da sind nicht die Menschen. Hier sind grüne Goblins. Wo zum Geier sind die Menschen? Also er hatte irgendwas von einem... Oh, da ist noch ein Gang, oder? Ich denke mal, wir sollten zurückgehen zu dem NPC und von ihm aus dann ein wenig wieder erforschen, weil wir sind definitiv zu weit gelaufen. Also einfach nach Süden und runterspringen. Süden, hops ins Wasser. Und dann einigermaßen rechts halten, müsste das sein. Schlafen können wir demnächst auch mal wieder. So, jetzt müsste hier gleich auf der linken Seite ein Hochgang kommen. Genau. Und hoch. So. Okay. Und hopp. Nope, zu langsam. Und hopp. Das könnte echt die Stelle sein. Wir müssen nur da hochspringen, dann sind wir bei den Menschen. Oder irgendwas in dem Dreh. Oder springen einfach von der anderen Seite rüber. Hier war nämlich ein Hochgang, richtig. Und hopp. Da hinten war der... Ah. So, so. Ich glaube, hier bin ich richtig. Da müssen wir rüberspringen. Das wird wehtun. Warum haben wir so wenig Lebenspunkte? Hm, schlafen. Solange wir hier nachts nicht runterpurzeln, ist alles gut. Oh, das war ein sehr erholsamer Schlaf. So. Ich muss nach Westen springen. Nein, ich muss nach Norden springen. Ins Nichts. Ja, kein bisschen irritierend oder so. Ich denke mal, jetzt ist ein sehr guter Punkt zum Abspeichern. Denn ich will jetzt nicht zwei Folgen nochmal neu drehen müssen. Also bis gleich.